Gute ihr Guten, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einem weiteren Video. Und mit einem Video, was, ich sag mal, irgendwo zwischen Vlog und Infovideo liegt. Denn ihr habt ja jetzt seit einer Weile auch schon keine neue Episode mehr bekommen von meiner Bachelorarbeit-Dokumentation. Ich wollte mal kurz ein Update geben, wie es dazu aussieht. Okay, denn ich habe tatsächlich noch ein paar aufgenommene Videos auf Festplatte, denn es sind ja auch noch ein paar Monate Arbeit gewesen zwischen dem letzten Recording-Vlog mit dem Bass, glaube ich, und dann eben der endgültigen Abgabe. Allerdings ist dann nicht mehr so viel Spannendes passiert. Das heißt, ich frage euch jetzt, wollt ihr noch ein bisschen reflektiertes Labern über den Prozess des Schreibens, der schriftlichen Arbeit und generell so ein bisschen Revue passieren lassen? Weil vom Mixing habe ich selbst nicht sehr viel gefilmt, weil logischerweise ich ja auch nicht die Tracks zeigen wollte. Hab da jetzt auch nicht so viel Tutorial-Content gemacht, sondern hab eigentlich eher das Ganze einfach gemacht. Und dann hatte ich auch nicht so viel Zeit gehabt, deswegen wollte ich mich da hauptsächlich auf die Arbeit an sich konzentrieren. Dann war ich auch noch verletzt gewesen und konnte dann auch nicht mehr wirklich viel, naja, spielen, eine Zeit lang. Und deswegen ist die Frage, wollt ihr das sehen? Ja, nein, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten möchte ich jetzt hier mal etwas präsentieren, was, abgesehen davon, dass ich auch weiterhin Werbung machen möchte, dafür, dass am nächsten Freitag, nämlich am 10. März, Act One erscheint von eben dem Album, was ja meine Bachelorarbeit ist. Deswegen, also ich möchte auch Werbung machen, aber ich möchte eben auch zeigen, was die Tage mit der Post gekommen ist. Ihr habt es im Thumbnail schon gesehen und im Titel schon gelesen, nämlich das hier. Und das hier ist der Wisch, der mir offiziell sagt, ich bin Bachelor. Ich muss natürlich jetzt jegliche Witze bezüglich einer gewissen Fernsehsendung, wo Rosen verteilt werden, oder einem Song von Panic at Disco verkneifen. Aber ja, das hier ist mein akademischer Grad. Wie viel Grad? Grad genug, um deine Mutter zu f***en, du Sp***. Sorry, das war... Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt Bachelor of Arts in Audio Production mit Upper Second Class Honors, also dem zweitbesten Abschluss, den es so gibt. Und das ist eine coole Sache. Was mache ich jetzt damit? Zu Rewe gehen, Regale einräumen? Nein, Spaß. Ich werde natürlich jetzt als, sag mal, Soundtechniker unter anderem dann natürlich auch tätig werden. Also bin ich ja jetzt schon, aber auch jetzt so, dass ich quasi dafür bezahlt werde und nicht nur alles mache, aber das einfach nur mache. Und natürlich werdet ihr eben auch das Endergebnis, das mir quasi diesen Wisch hier beschafft hat, auch hören. Denn wie gesagt, das Album ist jetzt gerade in der Release-Phase. Ab nächster Woche Freitag geht's los. Da kommen die ersten drei Songs. 7. April die nächsten drei Songs. Am 5. Mai dann das Album komplett und eben auch unser Record-Release-Konzert. Alle weiteren Infos aber auch nochmal in dem Video, was ihr in der Infocard findet, wo ich nämlich das Ganze schon angekündigt habe. Genau, ich wollte euch nur auf den Stand bringen, dass ich jetzt quasi meinen Abschluss in der Hand habe. Ich habe jetzt hier dieses wundervolle Stück Papier. Wofür ich eine Arschvoll Geld bezahlt habe und eine Arschvoll Arbeitsstunden investiert habe. Ich halte das besser mal so, dass mein Face dann nicht dunkel wird. Genau. That's it. Wollte ich euch gesagt haben. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das cool findet, weil ich muss Crowd Interaction, muss ich, ne, ihr müsst ja was, Algorithmus und so, schreibt für den Algorithmus einfach irgendwas, schreibt was, erst was euch einfällt. Euren Einkaufszettel von heute, schreibt, was ihr geträumt habt, schreibt, was ihr heute Abend macht. Keine Ahnung, lasst mich wissen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und freut euch auf die nächsten Wochen, denn es wird geiler Scheiß kommen. Dieses Setup hier, auch das Setup vom letzten Video, habe ich nicht so aufgebaut mit der Beleuchtung und der Kamera und sowas, weil ich jetzt irgendwie krass fancy hier werden will. Also das auch, aber das ist eigentlich das Aftermath von einem, schon dem zweiten Playthrough, was ich gerade aufgenommen habe. Das heißt, es wird auch Videocontent zu den Songs kommen, von Alternative Ways, den neuen Songs. Und ja, freut euch drauf. Freut euch drauf und geht auch rüber auf Alternative Ways. Der Link in den Kommentaren, den ich poste, ist der, wo ihr die den ersten Act auf Spotify pre-saven könnt. Der Link wurde nochmal geändert zum letzten. Das heißt, wenn ihr den letzten Link bereits benutzt habt, um das zu pre-saven, müsst ihr es nochmal wieder neu machen, weil da gab es eine kleine Komplikation. Deswegen muss ich es nochmal neu machen.
Der Link ist jetzt neu und aktuell, also geht rein, pre-saven, schickt's euren Freunden, schickt's deren Freunden und habt Spaß. Wir sehen uns, Leute, macht's gut, ich bin raus. Metal off. Tschüss.